Moinsen und hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vanilla Minecraft. Sorry wegen gestern, aber technische Probleme, leider. Deswegen verzeiht mir und prangert mich nicht an. Bei mir dabei ist... Der Mann hat es mit Technik probiert. Ich kann es eigentlich. Bei mir, wie ihr es gerade gehört habt, ne? Gifty. Hallöchen. Ah, verdammt. Hallo. Tag auch. So, also letztens, wo sind wir da stehen geblieben? Ich glaube da unten irgendwo, keine Ahnung. Fleißarbeiten im Tunnel. Zu meinem Domizil. Na, dann machen wir die heute fertig. Zack. Tschüss. Fährst du weiter oder bleibst du scheiße, bleibst stehen, da ist es zu weit entfernt. Da muss das ein bisschen weiter hinter oder was? Naja, mal gucken, wie wir das hier lösen, obwohl wir schicken eigentlich keine Materialien hin und her, wir schicken eigentlich bloß uns hin und her. Ja. Alt, ich bin zu weit schon wieder. Ach, jetzt war ich schon noch über WhatsApp angeschrieben, aber egal. Ich freue mich, dass ich endlich mal wieder aufnehmen kann hier. Achso, hier geht's ja gar nicht weiter. Da brauchst du ja noch hier die Redstone-Fackel. Na, die habe ich mit Absicht abgemacht, damit die Lore dort stehen bleibt. Ach so. Hm. Hast du jetzt schon wieder vergessen? Na, ich bin da hier vorne noch gar nicht fertig. Ach so, willst du das mal dort die Schienen? Ich mache da meine Glastunnel weiter. Nee, die Schienen, ich mache hier den Glastunnel hier oben fertig. Bin ja noch gar nicht fertig, deswegen. Ich gehe das Ganze von der anderen Seite mal an. Das ist eine gute Idee, oder? Ja. Ach, verdammt. So, muss ich dann eben halt dem TS-Betreiber noch sagen, dass ich dir mal kurz einen Channel editiert habe. Wie, dass er sich wundert. Ja, ein leichtes Rauschen ist bei dir immer noch im Hintergrund, aber nicht mehr so stark wie vorhin. Das Rauschen des Meeres. Naja, eben eher halt Elektronik, aber egal, hoch. Ist ja praktisch, hier können sie zwar reinplatzen. aber die können nichts sagen, weil die Torque Power dafür brauchen. Das ist eigentlich auch eine geile Idee. So eine Torque Power. Also, dass sie reinplatzen können zwar, aber... Nix sagen. Richtig. Weil wir sind heute mal auf einem ganz anderen TS. Deswegen auch eben halt dieses etwas leichte Surren im Hintergrund. Ich hoffe, das stört bloß nicht allzu sehr. Huch. Werden wir ja dann sehen, wenn die Aufnahme fertig sein sollte. Wenn? Ja. Wie schon gesagt, gestern tierischste technische Probleme gehabt mit Windows 10. Was macht Klein Necro? Sofort wieder Windows 7. Und siehe da, ich habe bessere FPS. Ach, verdammt. Mein Mikrofon steht wieder auf 45% Lautstärke. Und wir gehen jetzt Eier machen. Ich bin nämlich schon in der Falle. Moment. So. Und ich knarre schon wieder. Ach, ich bin doch ein... Latsch. Dom hat mir gerade geschrieben, oh mein Gott. Den Rest sage ich dir dann. Ja. Ich habe bloß gerade geschrieben, dass wir eine Aufnahme sind. Muss ich dann eben halt bloß noch schnell rendern und die Folge für die gestrige Folge. Und wie schon gesagt, da gestern leider Gottes kein Online gekommen ist, gibt es heute als Bonus gleich mal zwei. Eventuell mal gucken. Ich glaube, ja. Ich brauche Glas. Bevor ich mich irgendwo hochstarke, ich brauche erstmal Glas. Was überlegst du? Alles ganz gut und schön, wie komme ich aber dann hier rein? Wo rein? Oder wieder raus? Wenn wir mit dem Zug hier hin und her, mit der Lore hin und her fahren. Na, wart's da einfach mal die Zeit ab, wir machen doch nicht alles mit Glas. Wir machen eben halt so wie oben bei mir so eine Art Eingang. Achso, ist ja schon alles zu. Nein, nichts kaputt machen. Wenn, dann mache ich das. So, Eingang.
Also kann ich den Rest doch wieder mit Glas machen. Ja. Ah, verdammt. So, und hier ist auch ein Fehler. Ach, stimmt, das war ich damals. Nee, ist doch richtig. Ach, verdammt. Ist egal. Hab vom Dummy sogar eine Sprachnachricht gekriegt. Oh, damit du seine Ja. Stimme vernehmen kannst. Hey, 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 hey. Der was, der war doch positiv gemeint. Der Mann ist verheiratet. Wunderbar, kein Hindernis. Habe ich ihm auch gesagt, habe ich ihn gefragt, bist du verheiratet? Also, ich sage, herzliches Beileid. Nee, Deutschland entwickelt sich irgendwie immer mehr zu Amerika, wenn ich das so angucke. Mit 20 heiraten, am besten gleich 80 Partner auf einmal, das ist, weiß ich nicht, das hat doch irgendwie Ami-Style, oder? Ja, und am besten noch frühzeitig 5 Kinder. Denke ich zumindest, dass es Ami-Style ist, weil wenn ich gucke ja auch Navy CIS und da sind sie auch schon mit 18 verheiratet. Schönes Jahr hier. Na gut, die sind ja auch mit 20 wieder geschieden, aber das erst mal zweitens. Bei Navy CIS habe ich jetzt Staffelfinale von der letzten, von der Spin-off der Serie mir angeguckt heute. Spin-off, was war denn da gleich New nochmal die Orleans. Spin-off? Achso. Kommt eigentlich das Original noch oder beziehungsweise wird die eigentlich noch gedreht oder? Die 12. Staffel ist abgedreht, die müsste jetzt im September neu laufen. Die haben dort aber auch Schweine viele Staffeln, hä? Ja, aber meine Lieblingscharakter sind nur Abby. 2 Stück. Lass Abby mich und Gibbs. raten. Ach, gibt's was? Die Dino so. Dinosaur fetzt aber auch. Ja, vor allem, wenn er seine Schelle bekommt. Müsste man mal bei dir machen. Das kriege ich schon ab und zu. Macht dir nichts draus. Ab und zu ist zu wenig. Ich brauche bloß mal wieder mit meiner Freundin unterwegs sein. Und ich brauche bloß wieder einen blöden Kommentar der Quere schießen. Ja, das geht aber dir schnell. Ja. So. Ne, wie schon Machst du gesagt, aber fein. die Fackel ist. Ja, die Fackel habe ich schnell nicht gesetzt, weil das bremst dann eben halt den Zug ab, Da, deswegen. da, 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 da. Ja, was denn? Da, 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 da. Oh. Ich wollte dich ärgern, aber es funktionierte nicht so. Wie wolltest du mich ärgern? War ich wieder zu schnell? Ui, Gesundheit. verdammt. Entschuldigung. Jetzt kann ich Hat er gegen den blöderweise. Monitor gespuckt? Nee, ich hatte schon die Hand vom Mann gehabt, aber ich kann es blöderweise nicht rausschneiden. Das ist dumm gerade. Ach, was raus muss, muss raus. Sind dann natürliche. Ja, aber sowas mag ich eben halt in der Aufnahme. Ich weiß nicht, ich bin ein ganz komischer Mensch, was das angeht. Ich will Qualität haben. Ja, aber sowas ist doch ein natürliches Bedürfnis, dass du mal niesen musst. Solange man das nicht hinten raus hört, ist alles in Ordnung. Na, 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 na. Ach, so. Jetzt läuft natürlich ganz klassisch mit den 1, 2, 3. Jetzt läuft mir natürlich ganz klassisch die Nase. Halt fest. Ist aber auch komisch, ne? Das geht eigentlich gar nicht, dass die Nase laufen kann. Mensch, springt die Nase. Oder die fliegt, weil die hat einen Nasenflügel. Ha, 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 Der war schlecht. ha. Komm, meine Ja, Hühnchen. aber Mach Küken. man sagte eigentlich, die Nase läuft. Ja, klar. Ne? Aber die kann ja eigentlich gar nicht laufen, weil die hat ja bloß ein Nasenbein. Ja, und Flügel. Ja, ne, deswegen müsste man eigentlich sagen, die Nase läuft, sondern die Nase fliegt. Das klingt scheiße. Richtig. So, siehst du, Bring. hier habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Das ist nämlich ein bisschen komplizierter. Ach, wegen runter, hier wegen der Abregung, Richtig. Abflachung, ab was auch immer. Wow. Wow. Ach, wegen runterfallen. Hüpf. So. So, muss ich dann damit noch sagen, dass ich den seinen TS mal ein bisschen geändert habe.
Er hat es ja vorhin schon erwähnt. Ach so, na, ich vergesse sowas ziemlich schnell. Das Du ist. bist halt ein alter Mann, der Alzheimer hat. Nee, das hat damit nichts zu tun. Mir schwirren bloß andere Dinge im Körper rum. Ja, klar, okay. Zum Beispiel eben halt dieser, das, was eben halt jetzt Microsoft durchdrücken will, dass die eben halt Daten auf dem Computer verändern will, wenn es eine Raubkopie ist. Manche Leute könnte das so Genickbruch geben. Nö, eigentlich gar nicht, wie schon gesagt, das ist in Deutschland verboten. Dafür haben wir einen Hacker-Paragraphen. Klingt lustig, ist aber Sollte so. das nicht hier. Warte mal, ich habe eine andere Idee. Na toll. Was denn? Nee, wirst gleich sehen, was ich meine. Oh Gott, das geht doch bestimmt nach hinten los. Nee. Ach so, Stein. Noch eins. Huch. Wo du jetzt drauf stehst. Ja. Muss doch durchkommen irgendwie. Ach, komm schon durch. Ne, da muss. Na doch, und dann hier oben heben wir halt jetzt. So. Genau. So ist es richtig. Das geht doch. So, blöderweise haben wir kein Gold mehr. Wir müssten mal in die eigentlich müssten wir mal in Höhlen gehen und gucken. Oh ja. Ich habe hier unten ein schönes Höhlensystem gefunden. Ja, ich habe aber jetzt irgendwie habe ich jetzt zur Zeit keinen Bock auf Höhlen, warum auch immer. Aber der Tunnel steht. Ich werde noch was ändern. Fällt mir gerade ein. Trotzdem steht der Tunnel. Das ist doch gut. Der Tunnel steht. Hört ihr mir überhaupt zu? Ich höre dir zu. Was? Der Tunnel steht. Veralber mich nie. Warum? Nee, darf ich das nie? Nee, abgelehnt. Negativ. Können wir auch keine Jungfernfahrt machen? Das ist störend. Echt nie? Nee, eben nie. Geht ja nie. Was Wie sucht der jetzt schon wieder? denn ohne den Boosterschienen? So, ohne Gold. Richtig. Hatte ich lieber eine Schaufel? Nein. Nee, hat's keine? Doch, irgendwo hat ich eine, ich weiß nicht mehr wo. Ich Na, hab dann sie. suchen wir mal. Oh Gott. Diese Frau muss man nicht kennen. Boah, sehr freundlich. Na, weil du es immer noch nicht gebacken gekriegt hast, meinen Pfeiler aufzustellen. Das sagt sie gleich gar nicht. Aha. Na, wo ist denn der, hä? Du weißt doch nicht, welchen Pfeiler. Na, Ach hier so, in der den Ecke. Pfeiler. Facepalm Deluxe. Nee, so will ich. Nee, so senil will ich mal nicht werden. Aber sich über mich aufregen. Ja, das sind meine Liebsten. Bist aber älter als ich. Na, du vergisst aber schneller als ich. Na gut, du bist eine Frau. Ja, eben. Also zurückzufährt die Lore ohne Probleme. Schwierig. Auch eine Frau. Mindestens. So, damit wäre eben halt der Tunnelabschnitt fertig und wir müssen uns demnächst um den zweiten kümmern, aber irgendwie brauchen wir trotzdem Gold. Das heißt doch, meinte. Ja, das ist aber das, was ich nie Da kommst du nicht drum will. herum. Perfekt. Jetzt habe ich schon noch einen Frosch im Hals, der keine Miete zahlt. Ach Mann. Da. Ich gleich Heier machen. Du darfst dann gleich wieder das Glas sammeln gehen. Das sammeln gehen. Schöne wieder! Ja, schon. Verdammt. Was für Glas sammeln? Na, uns geht das Glas aus. Habt ihr hier noch? Na, das hast du mir nie gesagt. Hab ich dir gesagt? Das hast du mir nie gegeben. So, ich liege. Also ich stehe. Da. So, nach dem Munterwerden werde ich mich jetzt erstmal wieder verabschieden. Das war es nämlich schon wieder für den Teil.
Oh. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ja Feedback hinterlassen. Wäre cool. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal. Dann tschüssen. Tschüss.